Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer weiteren Folge des realen Irrsinns. Und ihr seht es hier oben schon im Bildschirm links. Wohnhaus in Datteln ist Hühnerstall. Das ist doch mal eine schöne Nutzung eines Mietobjekts oder eines Wohnobjekts in der Verfremdung. Und wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. Das ist Werner Zitting vor seinem Wohnhaus in Datteln bei Dortmund. Aber Moment mal, das ist doch gar kein Haus. Also ich würde sagen, das ist ein Haus. Und das sieht sogar eigentlich sehr schön aus, so würde ich jetzt behaupten. Ich würde den Garten ein bisschen schöner machen, aber ansonsten ist es doch ein tolles Haus. Das ist doch eher... Sie lebt hier in einem Stall. Genau, in einem zweigeschossigen Hühnerstall. Sieht man doch gleich. Okay. Also wenn das ein Hühnerstall ist, dann möchte ich auch einen Hühnerstall mieten. Weil Hühnerställe sollen ja nicht so teuer sein. Und Schatz, wie wär's, wir mieten uns auch so einen Hühnerstall. Denn laut Aktenlage der Stadt dürfte das hier nur ein sogenanntes Geflügelhaus sein. Das war der totale Schreck für mich. Ich bin dann zur Stadt und bei der Stadt sagte mir dann auch, es gibt keine Baugenehmigung. Nein, du hast das jetzt falsch verstanden. Das da, dieses Haus, was wir jetzt gerade sehen, das ist der Hühnerstall. Und den Hühnerstall möchte ich auch haben. Nicht der Hühnerstall, der daneben dran ist, wo die Hühner drin sind. Ich rede jetzt von diesem Hühnerstall. Eine Genehmigung für einen Hühnerstall, aber nicht fürs Haus. Tja, so kann man das schlecht verkaufen. Herr Zitting wollte eigentlich von dem Geld seinen Lebensabend finanzieren. Hier leben zwar keine Hühner, nur Herr Zitting, aber sonst ist eigentlich alles wie bei einem richtigen Hühnerstall. Also Herr Zitting, ich möchte mich melden, falls es diesen Hühnerstall noch zu mieten oder zu kaufen gibt. Können wir gerne darüber verhandeln, ich mache das sofort. Die kassieren ja seit 30 Jahren von uns Gebühren für die Müllabfuhr, Abwassergebühren. Strom angeschlossen, Telefon angeschlossen, die Garage wurde genehmigt, die Druckleitung, Abwasserleitung wurden genehmigt. Blöd, dass... Also die Hühner, vor allen Dingen haben die Hühner sehr praktisch. Sie haben Fernsehen, sie haben Telefon, sie haben Abwasser. Ist doch alles praktisch. Und sogar eine Garage. Das heißt, die Hühner können sogar Autos unterstellen. Trotzdem niemandem von der Stadt aufgefallen ist, was für ein Gebäude hier steht. Die Stadt teilt mit... Bei der Genehmigung des Wegerechts und von Garagen muss die Baugenehmigung des angrenzenden Hauses nicht kontrolliert werden. Das sind wieder mal typische deutsche bürokratische Regelungen, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben und am Ende nur für Verwirrung sorgen. Um die Abfallentsorgung durchzuführen, muss die Baugenehmigung selbstverständlich auch nicht kontrolliert werden. Also vielleicht einen Bauantrag nachträglich? Das geben die Vorschriften nicht her. Immerhin müssen Sie Ihr Haus, also den Stall, nicht abreißen, Herr Zitting. Und dürfen sogar bis zu Ihrem Tode dort wohnen bleiben. Das ist doch toll. Das ist die reine Verarsche. Also, wenn der Herr da nicht wohnen möchte, dann lasst ihn doch den Hühnerstall verkaufen. Und alles ist gut, dann wohnt jemand anders im Hühnerstall. Ist doch in Ordnung. Solange es keine Hühner sind. Die Stadt bestimmt über mein Leben, wie lange ich noch leben darf, so komme ich mir vor. Nun sehen Sie es nicht so negativ. Vielleicht fällt Ihnen ja doch noch eine Lösung ein. Tja, was soll ich da tun? Nichts. Sehen Sie, in diesem Punkt sind Sie sich mit der Stadt doch immerhin einig. Was soll man dazu jetzt sagen? Deutsche Bürokratie ist ein Irrenhaus. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und wenn man dann noch Leute hat, die auf die Bürokratie pochen und alles haargenau so machen, wie es im Gesetzbuch drin steht oder im Regelbuch oder in den Amtsregeln, dann kommen solche unsinnigen Dinge dabei raus. Ganz ehrlich. Gut. Ja, genau. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Hoffen wir weiter auf solchen realen Irrsinn, dass wir weiterhin solche schönen Folgen haben. Ich hoffe trotzdem für den Herrn, dass er sein Haus losgeworden ist und entsprechend verkaufen dürfte, dass man da eine Regelung gefunden hat. Die Folge ist jetzt auch nicht von gestern oder letzter Woche, sondern die ist schon ein bisschen älter. Und
Ja, wir bleiben nur sagen, wenn ihr solche Sachen weitererzählen wollt, könnt ihr hier auf dem Kanal bleiben. Würde mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch schenkt und ein Abo da unten abschließt. Also das kostet euch nichts, das macht euch aber schöner und sorgt für ruhigen Schlaf, kann ich garantieren. Und da unten ist dann noch die Möglichkeit, da könnt ihr mit mir interagieren, da könnt ihr dann was reinschreiben und so, genau. Und wenn euch das nicht genug ist und ihr mal das richtig miterleben wollt, so live und mit reagieren wollt, dann folgt mir auf Twitch. Der Link ist auch da unten in der Videobeschreibung verlinkt, ebenso wie der Link zu dem Originalvideo hier. Und lasst dann, wie gesagt, bei den Kollegen da auch ein Abo und ein Like da. Die freuen sich darüber genauso wie ich. Und mir bleibt nur zu sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Reale Irrsinn wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.